Hallo und herzlich willkommen zurück zu Germany's Next Top Ugly 2018. Wobei ich mir vorstellen kann, dass wir das zum Ende des Jahres nochmal machen werden. Oder vielleicht hört die Reihe irgendwie auch nie auf. Denn ich werde immer sicherlich zwischendrin mal wieder Bock haben, einen nicht ganz so schön gestalteten Sim, einen abstrahierten Sim in einen standardisierten Sim zu verwandeln. Oder so. Keine Ahnung. Let's go! Okay, was haben wir hier? Kenne ich noch? Kommt mir bekannt vor? Ja. Kenne ich auch? Kommt mir bekannt vor? Was? Das? Diese Pose. Gott. Suchen wir uns mal einen schönen Kandidaten oder eine schöne Kandidatin heraus. Holy crap. Jetzt habe ich ein bisschen... Dieser Hund. Ich bin so fertig, wenn ich ihn sehe. Suchen wir für den heutigen Tag was Schönes. Oh Gott. Nein, 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 es muss mich fesseln, es muss mich packen, ich muss es sehen und sofort das Bedürfnis haben, daraus etwas... Oh, ich bin Liam. Ich hätte heute Bock, eine Frau zu gestalten. Würstchen. Und ich meine, die sehen halt auch alle unterschiedlich aus. Ich meine, die Regler sind teilweise bis zum Anschlag gedreht und... What the fuck? Die sehen halt trotzdem alle. Holy shit. Den muss ich mir merken. Den machen wir, wenn ich mal Bock auf ein Tier habe. Da muss ich mich nur ein bisschen drauf vorbereiten, weil das dezent schwieriger ist. Was ist denn das immer? Was macht ihr denn da? Guck mal, ich bin nicht mehr normal. Was soll das denn? Manchmal, ich hab ein bisschen... Oh Gott, ist das... Oh mein Gott, halb durch, die nehme ich. Danach bin ich wahrscheinlich auch halb durch. Ich packe die mir gerade mal zweimal in den... Moment, ich sollte mir sie dafür runterladen, das ist wesentlich einfacher. Ich packe die mir gerade mal zweimal in den Haushalt. Sekunde. Ja, oh mein Gott. Also ich meine, sie hat irgendwie Style. Sie hat halt Style. Also, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, das, was ich den Sim teilweise anziehe, sieht auch nicht viel besser aus als das. Ja, aber ich bitte, wir sorgen erstmal dafür, dass sie ganz nackt und bloß vor uns steht. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Ach, guck mal, ist doch gar nicht so. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Körperbau, aber ansonsten... So, dann wollen wir mal am Regler drehen. Ich würde sie gerne etwas fülliger machen. Ah, ein bisschen normale Muskelfettanteil und ein bisschen klassisch von körperlich Fettigkeit her. So. Ich fange wie immer zuerst bei den Schultern an, weil das echt ein guter Indikator ist für das, was man tut. Ganz breit, ganz schmal. Bisschen schmalere Schultern. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wir können ja schon mal den Bauch bisschen eindrücken und dem Po ein bisschen normaler gestalten, weil das war halt schon so Bupu-Implantat-Style, ja. Ja, die Brüste. Das muss ich mir mal so angucken, weil ich kann die auch von der Höhe und allem entscheidend gestalten. Machen wir es mal? Machen wir es mal ein bisschen? Machen wir ein bisschen mehr Puppies? Das ganz schmale Wespentaille, das muss nicht unbedingt sein, finde ich aber gar nicht schlecht. Bisschen breitere Hüften, Girl. Du kriegst ein bisschen breitere Hüften, Girl. Noch ein bisschen mehr Oberschenkel, Girl. Vor allem mehr Waden, Girl. Die Beine sind verhältnismäßig normal. So, Oberarme und Unterarme. Jetzt, das ist eine sehr gesunde Figur, muss man sagen. Da ist noch die Spalte zwischen den beiden Oberschenkeln, was ein guter Indikator dafür ist, dass man sein Basisgewicht hat. Das ist nicht bei jedem Menschen gleich, aber... In meisten Fällen ist das ein gutes Anzeichen für ein normales Gewicht, wenn die Oberschenkel sich gerade so nicht berühren. Also in gewissen Situationen. Natürlich, wenn man die Beine zusammenklappt, dann, also versteht, ich habe halt jetzt die Klappe. Hi! Na du? Ist ja hübsch. Oh nein, es ist wieder so eine Nase. Warum suche ich mir immer solche Nasen aus? Das ist echt nicht leicht. Ich gehe mal wieder als erstes an die Ohren und ich hätte tatsächlich ganz Bock auf etwas abstehendere Ohren. Das finde ich nicht übel. Ich klicke mal nur ihre Nase an. Ich will damit noch nichts herumziehen.
weil ich hoffe, dass mir hier das Spiel eine kleine Information geben kann, was für eine Art Nase es ist. Oh, oh. Oh, ich weiß nicht, wo ich da zuerst dran ziehen soll. Ich meine, guck dich das mal an, for real. Wo soll man denn da zuerst dran arbeiten, um die größer oder kleiner zu machen? Ich meine, es ist doch nicht... Okay, das ist die Nase allgemein. Ja, dann mache ich die jetzt auf einen Mittelwert. Die haben sie schon mal von der allgemeinen Breite verarbeitet. Das ist die Höhe und das war die Länge. Also, da gehe ich jetzt davon aus, dass das so funktioniert. Und dann verpassen wir ihr so eine kleine Stupsnase. Oh mein Gott, ich hab's schlimmer gemacht. Jetzt kann ich in die Detailmodus gehen, bitte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alles sehr weit oben ist vom Gesicht. Und jetzt habe ich den Nasenrücken halt schon mal angefasst, ne? Ich mache es gerade. Oh. Gehen wir nochmal raus. Da muss ich nochmal ran. Ich hätte nicht gedacht, dass die Nase jetzt dann so klein wirkt dadurch. Hier oben muss das jetzt noch verarbeitet werden. So. Die Nasenspitze selber kann ich ja auch noch bearbeiten. Wunderbar. Alles klar. So, liebe Nasenflügelchen. Ja, eine Steckdosennase, so wie meine. Moment, sollte ich mich darüber freuen? Ist das eigentlich, habe ich mich gerade selbst gedisst? Das ist doch, das ist ja gar nicht mal so. Und ich mag die Nase. Ich mag den Höcker, der sieht voll gut aus. Okay, nochmal raus bitte und die Höhe der... Ich kann die Höhe der Lippen nicht anpassen. Kannst du tiefer machen? Ach, wir haben die Höhe der Nase noch nicht angepasst. Haben wir noch nicht, oder? Wir haben die Höhe der Nase noch nicht angepasst. Haben wir noch nicht angepasst, oder? Selbst wenn, dann ist halt dann mein Joker damit verwirkt. Nee, das hatte ich noch nicht angepasst. Also das hier darf ich nicht mehr machen. Das habe ich schon gemacht. Moment, deswegen muss ich wieder eins zurückgehen. Aber die Höhe der Nase darf ich noch anpassen. So. Sollen wir das gleiche noch mit den Augen? Kriege ich die Augen? So, das ist die Höhe der Augen. Und auch hier Abstand. Und da haben wir schon mal den Winkel der Augenbrauen teilweise angepasst. Jetzt gehe ich noch ins Detail, was die Lippen angeht. Ich finde es übrigens krass, es machen ganz viele die Akito Beauty Challenge, indem sie dann diese Sachen anklicken. Und jetzt zum Beispiel, ich zeige euch das gleich mal als Beispiel. Das gefällt mir ganz gut, richtig schöne breite Lippen. Die klicken halt zum Beispiel die Augen an und nehmen dann hier welche raus. Das ist doch nicht der Sinn von der Aglito Beauty Challenge. Du sollst doch aus dem, was du hast, was machen. Verstehe ich immer nicht. Und dann sind es auch noch so, oh, voll das tolle Video. Du hast ja so viel Talent, wo ich mir denke, du klickst dir Dinge an und dann ist das automatisch so. So, gehen wir an die Augen ran. Machen sie erstmal ein bisschen größer. Guter Indikator ist halt maximale Größe, minimale Größe und dann was dazwischen zu suchen. Wobei man bei Frauen durchaus zu größeren Augen tendiert. Und das darf man ja auch machen, das ist ein bestimmter Beauty-Standard. Bisschen schräg möchte ich sie gerne halten. So. Das ist sehr schmal. Oh, das gefällt mir vom Bogen her. So, das gefällt mir hier auch. Das ist sehr sinnlich und sieht sehr schön aus. Ja, das ist die normale Augenbrauen. Da war sonst nichts mehr, was man von machen kannte. Nee, das kann ich halt höchstens noch den da bringen. Ich klicke eine an. Oh, ah, ja, naja. Ja, ja, doch. Ich kann mich noch nicht, die Farbe habe ich noch nicht entschieden. Das sehen wir dann. Random Augenfarbe, grün, grün. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das haselnussbraun wird. Hazelnut brown. Beautiful. So, okay. Also, den Kinn. Magiegesicht. Auch so ein bisschen das Breite hier. Am Kiefer? Fällt mir ganz gut. Die Wangen? Haben wir die Wangen gerade schon gehabt? War das gerade eben schon die Wangen? Ja, das waren schon die Wangen. Nee, ja genau, das waren... Moment. Das hier hatten wir. Wir hatten das hier. Und jetzt habe ich die oberen Wangen. Okay, die darf ich bewegen noch ein bisschen. Finde ich aber ganz cool, wenn die so weiter außen sind. Ach, die großen Ohren. Das gefällt... Ja, da... Entschuldigung. Da habe ich noch so zwei, drei Sachen nicht beachtet. Ja, das lassen wir mal so. Und den Mund. So.
Jetzt ist der Kiefer ein bisschen weit unten. Ich mag ihr Gesicht. Ja, ich mag es. Ich mag ihr Gesicht. Ich mag das. Gefällt mir sehr gut. Oh, eine dunklere Hautfarbe. Hätte ich halt voll Bock drauf. Ja, sieht die toll aus. Wow, was für eine geile Hautfarbe. Zahnspange? Einfach, weil ich es kann. Einfach Zahnspange, weil ich es kann. Was können wir jetzt hier eventuell noch Cooles drüberlegen? Ich möchte ja nichts kaputt machen. Deswegen gucken wir mal. Ich klicke jetzt das hier an. Das Overlay mag ich. Das sieht gut aus. Das ist immer ein Risiko. Aber ich habe noch keine Joker. Was du sagst, ist es neu. Mag ich. Mag ich. Oh, sie ist ja süß geworden. Und ich liebe ihre Ohren zusammen mit der Frisur großartig. Diese Haare werde ich übrigens auch dann mein Leben lang wieder tragen, wenn sie meine Haare lang gewachsen sind oder sowas. Oh, ich mag sie. Voll das Charaktergesicht. Seht ihr aus diesen, in Anführungsstrichen, ugly Sims, könnt ihr mit ein bisschen Arbeit, und wie ihr sehen könnt, mit etwas weniger Arbeit sogar, wunderbare Sims gestalten, die alle sehr individuell aussehen und ganz eigenes Aussehen haben und damit großartig, großartig wirklich in das Sim-Universum passen und nicht so dieser Einheits-Sim-Generation-Brei sind. Boah, Ohrringe, Sichter, Ohrringe. Kätzchen-Ohrringe vielleicht. Den hier, den kann ich mir gut vorstellen. Lila dazu eher weniger. Das ist grün. Boah, das sieht ja voll geil aus. Die sind ja super und das passt zu ihren Ohren. Hey baby, how do I ugly? Nee, jetzt bist du wirklich nicht mehr ugly. Wimpern. Oh, girl, damn. Damn you, this is so awesome. Gibt's das hier in... Nein. Gibt's das hier in diesem... Süß. Süß, jetzt darf ich es so nicht Make-up. Ich darf es nicht mit Make-up ruinieren. Ich darf es nicht mit Make-up. Bitte, bitte, bitte mach, dass ich es nicht mit Make-up ruiniere. Ich habe noch einen Joker. Oh, damn, girls. Awesome. Das ist jedes Mal einmal zittern. Aber ich habe... Oh, Gott sei Dank. Ich habe ja noch einen Joker. Ich fasse die Wangen nicht an. Ich fasse die Wangen nicht an. Lass mich mit den Wangen in Ruhe. Ich fasse die nicht an. Die können nicht alle mal, die Wangen. Und die Lippen sind super, so wie sie sind. Da möchte ich gar nichts machen. Wirklich nicht. Nee, da möchte ich auch nichts machen. Oh, ist sie cool. Oh, wie mir das gefällt. Mega. Die Hautfarbe, beneidenswert. Diese Hautfarbe hätte ich gerne. Guck dich diesen Ton an. Dieses rosige, dieses weiche, softe, feminine, großartige Skin-Texture. Okay, Kleidung. Ja. Ich bin ja dafür bekannt, was die Kleidungsauswahl angeht, wirklich immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oh, dieser Husten. Oh, schrecklich. Ja, ich sehe bei ihr was Farbiges, Lebendiges, Aufregendes. Das ist süß. Das ist süß, das kann sie tragen, definitiv. Armbänder, dazu passen. Das Armband, Socken brauchen wir nicht und ich hätte gerne Sandalen für sie. Das ist nicht der Ton, den ich haben will. Ja, das geht. Das passt jetzt zwar zum Armband nicht mehr so gut, aber hey, falls mich das ganz stören sollte, habe ich später auch noch einen Joker. Oh, ich mag sie halt voll, ne? Ihren Kopf allgemein könnte ich natürlich jetzt noch ein bisschen kleiner machen. Sieht das ein bisschen menschlicher aus? Mehr human? Was einige Leute übrigens noch vorgeschlagen haben, bei der Ugly to Beauty Challenge ist, dass ich eine Sache vom Original immer behalten muss. Sprich, bei den Klamotten oder beim Make-up oder bei den Haaren, dass ich irgendein Detail behalten muss. Ich spreche mich jetzt gerade mal aus für die Leggings und muss ein Abendoutfit mit dieser Leggings gestalten. Ich meine, die Idee ist witzig, oder? Die Idee kam von euch und habe ich mir gedacht, warum denn nicht? Ist eine lustige Idee. Dann machen wir die jetzt aber hier auch... Moment, was für Töne haben wir da drin? So schwarz-weiß machen wir die, genau. Und die Wimpern. Können wir da richtig krass so machen, bitte? Ja, wow, Abendoutfit. Richtig, damn you, krasse Wimpern. Oh, bitte das hier in pink. Jawoll, ja, alles klar. Und das Make-up darf jetzt sogar, wir dürfen beim Make-up jetzt sogar ein bisschen failen, theoretisch, um das passend zu gestalten. Yeah, baby. Zu dieser Hose. Schön. Ja, das beißt sich ein bisschen. Nein, ich habe es noch nicht angeklickt. Ich wollte... Es tut mir leid, ich wollte hier unten draufklicken. Das hat man ja auch gesehen.
Mein Joker sagt mir, dass ich das wegklicken darf. Mein Joker dafür benutzt. Jetzt nehme ich aber... Ich habe einfach so völlig aus dem... So wie ich es gewohnt bin, einfach das angeklickt. Das, ja gut, dann ist das jetzt halt so. Dafür entscheide ich mich, dass sie hier Kontaktlinsen trägt. In dem Style. Das ist, sie hat einen sehr extravaganten Geschmack für Mode, obviously. Oh, meine Augen bluten. Und ihr Abendoutfit ist was ganz Besonderes. Sie, das ist ein Beispiel des gesellschaftlichen Ablehnens des konformen Looks eines einheitlichen. Ich habe auch keine Ausrede dafür, es tut mir leid. Oh. Oh mein Gott, naja, sie läuft ja damit nicht rum. Die ganze Zeit, hoffe ich. Also ich meine, Dinge, die. Ich habe einfach keine. Na und sonst so. Geht's euch so? Habt ihr auch schon gekotzt? Entschuldigung. Boah, wir sind nicht so happy. Hatten wir hier nicht irgendwie sowas zum drüber? Was ist denn hier schon wieder kaputt? Könnt ihr es mal aufhören mit eurem komischen... Was ist denn das jetzt hier schon wieder alles? Wieso glitschen die denn da so rum? Mhm. Ja, ja, du mich auch mal mit... Haben wir da irgendwas... Ich könnte schwören, ich hatte doch mal so eine... Jacke, so eine Drüberjacke. War die hier irgendwo mit dabei? Ich sehe sie hier nicht. War die bei den Ringen? Irgendwo hatte ich so eine... Hatte ich das gesehen? Wo war die denn? War die bei den Klammern, bei den Accessoires irgendwie? Abendkleidung, das sind ja unsere Hüte. Ja, nee. War die hier? Ach, das ist eine Brille. Ach, das ist eine Brille. Das geht nicht. Eine Brille hatten wir schon. Ansonsten wäre das fancy. Oh, damn you, girl. Ist nicht... Ich habe was Besonderes gestaltet. Hey, vielleicht können wir es noch schlimmer machen. Wow, es geht schlimmer. Krass. Ich bin stolz auf mich. Ihr Abendoutfit ist das einer Kostüme. Sie fühlt sich. Ich kann ja für ihr Abendoutfit auch ihre Haare verändern. Nee, ich kann die Haarfarbe ja nicht verändern, dann wäre es langweilig. Ach, don't ask me, ist ja nur ihr Abendoutfit. Sportkleidung! Ah. Mensch, das war schon mal gar nicht mehr schlecht hier. Das nehmen wir doch fast so. Jetzt brauchen wir dazu noch was Passendes. Here. Yeah, pink girl. Oh yeah. Mm-hmm. Aha, aha. I like it. Ja, dat, von dem Hut kannst du dich verabschieden. Ja, nice. Oh, wieder diese Husten. Ich verarbeite nur einfach, sich gerade meine Augen gebrannt. Kannst du darin schlafen? Was steht da drauf? Nicht, dass es irgendwie wieder nicht safe for work ist. Komm, du schläfst in einem Supreme-Shirt. Oh, das kann ja so bleiben. Das passt ja mit den Socken und den Puscheln. Ja, Mann. Schon interessant, wie so manches Make-up das Gesicht zeichnet. Ich hätte zum Beispiel übrigens die Augenbrauen nie so gelassen. Aber ich finde, das gibt dir unglaublich viel Charakter und lässt sie sehr real und sehr echt aussehen. Das gefällt mir unglaublich gut. Die könnt ihr mal sehen und da muss man sich was trauen. Ja, oh, Girl, das sieht gut aus. Ein bisschen Schiss darf. Wow, cool fürs Ausgehen abends, großartig. Mehr Glow noch ins Gesicht, als hätte sich noch mehr Make-up ins Gesicht geschmissen. Das weg, das weg. Das Oberteil kann sie halt fast tragen, ne? Muss man jetzt dazu sagen. Das kann sie halt echt, das kann sie halt echt, das kann sie halt echt tragen. Wir behalten das Oberteil, Leute. Ja gut, das hat ja schon automatisch Armreifen mit dabei. Da würde das jetzt hier wenig bringen. Dann brauche ich jetzt hochhackige Schuhe. Und zwar in golden. Oh, die dazu. Yeah. Wahnsinn. Aha. Wollen wir da nicht mal einfach mal einen vorgefertigten Look nehmen? Weil sowas kann ich mir bei ihr voll gut vorstellen. Oh, yeah. Yeah, girl. Jetzt nimmt sie ihre Klammer dann raus und trägt noch einen Hut. Ja, klasse. Das kann ich mir super gut vorstellen. Das hier ist natürlich jetzt ihr Einheit-Standard-Normal-Look. Maler halb durch.
Die Stimme, ich will es nur mal anhören. Mit so Benarla. Ich mag ihre Stimme. Und sie läuft, ja, sie läuft genauso. Freundin der Welt passt unglaublich gut. Kann ich mir vorstellen, dass sie Freundin der Welt sein will. Sie ist eine wahnsinnig fröhliche Persönlichkeit. Ist aber Kunstliebhaberin, das erklärt doch ihr Abendoutfit. Ist das Kunst? Kann das weg? Man weiß es nicht. Und ist deswegen auch ein kleines bisschen materialistisch. Kleines bisschen, auch wenn man das vielleicht nicht so denken würde jetzt zum ersten Moment her. Und ich meine, look at this and look now at this. I am so glad I did it. I did it, Leute. I did it. I did it. Und wir werden uns jetzt gleich unsere Maler im Fotoshooting anschauen. Oh, damn girl. Show me your chocolate side. Wie heißt es auch im Englischen? Schokoladenseite? Ich weiß es nicht. Tja, was soll ich sagen? Ich mag sie von allen bis jetzt echt am liebsten. Darf ich parteiisch sein? Ich darf doch parteiisch sein, oder? Damn girl, awesome! Oh, voll der schöne Sim. Wenn man bedenkt, dass das das vorher war. Au! Yeah! Leute! Stimmt ab in den Kommentaren, im Voting, der Umfrage vom Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Die Sims 4 Germany's Next Top AG 2018. Es war mit mir meine Freude. Macht's gut! Und viel Spaß beim Sim-Verunstalten.